Und in so einem Dorf leben unsere Leute dann gemeinsam. Im großen Lagerkreis. Und alle helfen sich gegenseitig, das Lager zu errichten. Meine Enkelin, wusstest du, sag es mir, dass das Tipi, das in Jahreszeiten alles, was darin war, dass das den Frauen gehörte? Ja, Opa, ich erinnere mich, aber ich kann dir bitte nochmal warum. Die Verantwortung gehörte den Frauen. Der Inhalt, alles, was mit der Inneneinrichtung und dem Lager zu tun hatte, gehörte den Frauen. Wow, Opa. Oh ja, das ist cool. Alles, was die Männer besaßen, war ihre Kleidung, vielleicht noch ihre Waffen, ihr Pferd. Und so waren alle Aufgaben im Lager in unserer Gesellschaft gleichmäßig verteilt auf die Männer und auf die Frauen. Das diente dem Überleben unseres Volkes. Wow, Opa, das ging nach einer Menge Arbeit. Was haben Sie gemacht? Ja, außer Arbeiten gab es ganz viel Vergnügen. Es wurden Geschichten erzählt, die Kinder haben gespielt, es gab sportliche Veranstaltungen, es wurde gesungen und es wurde auch ganz viel getanzt. Tanz? Was für ein Tanz? Oh, der Tanz war ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Kultur. Wir haben getanzt für Zeremonien, wir haben getanzt, um Geschichten zu erzählen und manchmal haben wir getanzt einfach so zum Spaß. Mein Enkelin, möchtest du einmal sehen, wie das aussieht? Wie unsere Leute damals zum Spaß getanzt haben? Yeah.
low Jack for the Jagger. Hm? Got a low Jack for the Jagger. Yeah.